Hallöchen, da bin ich wieder in Far Cry 3. Ja, wir spielen heute mal wieder ein bisschen Hauptmissionchen weiter. Und ja, ich habe meinen Raketenwerfer noch, aber meine Sniper ist weg. Dafür habe ich jetzt den Flammenwerfer dabei. Ich habe gedacht, ich hätte den Flammenwerfer gegen Raketenwerfer eingetauscht und die Sniper noch in der Hand. Also ist es anscheinend nicht. Deswegen muss ich jetzt auch erstmal gucken. Machen wir eine Schnellreise hin. Wie und wann ich die Sniper wiederbekomme. Weil die brauche ich unbedingt. Auf jeden Fall. Damit haben wir uns jetzt bis jetzt noch super durchgekämpft. Gehen wir jetzt zuerst zur Mission. Ich glaube, hier kann man nämlich gar nichts verkaufen oder so. Müssen wir erstmal hier reingehen. Na gut. Die C4-Bombe liegt immer noch da. Alles klar. Gehen wir trotzdem mal runter. Ich liebe den Flammenwerfer. Ja, ich auch. Die Deutschen, was soll ich sagen? Die wissen, wie man was abfackelt. Hier ist dein Earpiece. Danke. Warst du hier mit deinen Jungs da draußen? Nein, nein, nein. Hat schon seinen Grund, warum ich die US-Flagge hier habe. Hier drin herrscht Zivilisation und Ordnung. Da draußen, im Dschungel, die Synapsen in unserem Hirn verkümmern so allmählich. Man vergisst, woher man kommt, wer man ist. Ja, also, was ist mit meinem Freund Oliver? Ich habe fast alles, um den Laden auszuheben. Ich spür's. Übrigens, du wirst echt populär. Tolles Wetter haben wir. Warum, was planst du denn gerade? Dafür liebe ich dich, was? Du hast Humor. Das ganze Business ist so knochentrocken. Außer dir. Also, was ist mit dem Weißbrot? Weißt du was, hier interessiert mich ein Dreck. Ist mir scheißegal. Wirklich? Was mache ich dann hier? Sobald du das Lösegeld hast, werden seine Freunde verkauft. Sein großer Bruder ist tot. Und mit dem Kleinen habe ich gemacht, was du wolltest. Bloß meine Schwester. Die tätowiert das Weißbrot. Jetzt hörst du mir mal gut zu. Deine Familie ist mir scheißegal. Du verdankst es mir, dass sie dich nicht auf meine Autoantenne gespießt haben. Deshalb finde ich sehr gut, okay, wenn ihr Joyce, Brody, okay, nicht egal wer. Geht klar. Fantastisch. Ach, ich liebe dieses Wetter. Wie heißt dieses Dorf da unten noch? Betterstown? Einheimische Sympathisanten. Die haben ein Transportverzeichnis, das mir am Herzen liegt. Ich werde sie mal besuchen. Schön, dich zu sehen, Lars. Du musst dann wohl nach Betterstown. Ich wette, Oliver steht auf dem Verzeichnis. Wer hat es? Sag ich dir, wenn du da bist. Ich habe noch was zu erledigen. Du findest ja raus. Na, super. Also sollen unsere Freunde verkauft werden, aber das wissen wir ja zu verhindern. Also auf nach Betterstown. Jo, alles ist egal. Hast du so komisch gebaut hier? Hm? Nicht? Okay. Okay, schöner Boden. Ja, ich weiß. So, also wir sind hier. Das da oben müsste Betterstown sein. Den Funkturm kann ich da zwischendurch noch holen. Ja, das können wir ja machen. Liegt ja quasi auf dem Weg. Unterwasserwelt finde ich auch sehr geil bei Far Cry. Hier ist zwar das Wasser ein bisschen trüb, aber ansonsten sehr geil gemacht. Okay, hier kann ich immer noch die Waffen wieder nehmen. Jetzt, danke sehr. Wir haben jetzt auch total wenig Munition, also ich weiß gar nicht, ob wir es bis zum Ziel schaffen. Erstmal gehen wir hier auf den Funkturm. Jetzt sehen wir ja erstmal ein bisschen mehr von der Karte. Quietsch, quietsch. Haben sie ganz cool gemacht, dass die Dinger so quietschen, die rostigen alten Funktürme. Ja. Hier rüber. Dann hier lang. Dann hier stinkt nochmal alles klar. Was machst du hier oben? Ein zerbrochener Kompass.
Sehr cool. So, hier drauf. Wäre ich was runtergefallen? Halala. Hält er sich nicht dran fest? Meine Güte. Ist ja auf zu quietschen, du blödes Ding. Hallo. Ah, so. Boah, wäre schon fast wieder runtergefallen hier. Ist aber auch eine heikle Angelegenheit. Ich glaube, da bin ich in die falsche Richtung gegangen. Kann das sein? Nee. Ich muss irgendwie da außen rum wollen. Ah, da ist doch so eine Stange. Ah, alles klar, wir können noch crouchen. Total vergessen, ey, das mache ich. Boah. Doch, eigentlich mache ich das oft, aber jetzt habe ich es gerade total vergessen. Im Turm habe ich das bis jetzt noch nie gebraucht. Und was leuchtet da hinten so krass? Aha. Okay. Alles klar. Na, das muss man ja auch von Weitem sehen können, Boy. Hallo. Hallo. Boah. Noch ein Schritt und ich wäre runtergefallen. Geht's hier weiter? Erstmal eine Leiter. Ich glaube, hier sind wir schon gleich oben. Wenn nicht noch irgendwas ganz Blödes passiert hier. Hallo. Kletter hoch. So, okay, die letzte Leiter, alles klar, wir sind oben. Geht zu den Reisfeldern. Das ist meine Aufgabe, ich sag gedacht, ich soll nach Barristown. Oder wie das Kaff nochmal heißt. Na, gehen wir erstmal zu den Reisfeldern. Und sammeln erstmal Reis für neues Sushi. Eine Stadt. Ein irgendwas. Und noch ein. Mit komischen Gelächter. Ich könnte in die Richtung runter. Oder in die. Ich glaube, die wäre am besten, wenn ich hier. Eine F1. Geiles Teil. Oh, und ich glaube, der GL ist der Granatenwerfer. Ist irgendwie nice, dass wir hier alles kostenlos bekommen. Zuerst müssen wir aber zu dem netten gelben Punkt. Gucken wir mal auf der Karte, was wir jetzt so aufgedeckt haben. Ich glaube, für das Camp habe ich einfach noch nicht genug Munition gerade dabei. Obwohl, so zwei gezielte Schüsse. Und Langwerfer habe ich auch noch. Lade ich mal eben nach. Ich glaube, ich kann jetzt beim Sprinten auch nachladen. Was sind das für Schweine? Na egal. Ich glaube, ich brauche eh kein Schwein. Aber ich renne trotzdem hinterher. Hey, bleib stehen. Bleib stehen. Hallo. Lalala. Und was ist es? Sieht ja merkwürdig aus. Was war das noch? Tapir oder irgendwas? Ah, genau, Tapir, ja. Ey, mit den Spritzen arbeite ich überhaupt nicht eigentlich. Ist mir mal so aufgefallen. Oh, Sperrgebiet oder was? Ich bin in Barristown. Da ist ein Schuppen mit Blick auf den Teich. Von da aus siehst du das Zentrum. Das ist Barristown? Ja, ziehe keinerlei Aufmerksamkeit auf dich. Ja, dafür bräuchte ich jetzt einen Sniper, kein Raketenwerfer. Raketenwerfer, keine kein Aufsehen. Bam! Du hast gehört? Nee, ich glaube, da war nichts. Jetzt heute sieht die Reisfelder. Und brennt es. Oh. Alles klar. Da ist ein Helikopter. Ein Helikopter. In das Häuschen muss ich erstmal da unten rein. Alles klar. Sollte ja zu schaffen sein. Wenn da nur diese zwei Leute da rumtigern.
klingt für mich nach einem Spaziergang. Hallo. Ja, ich bleib doch im Missionsgebiet, aber guck mal, da geht die Straße runter. Wenn ich hier runtergehe, falle ich doch hin und bin gleich tot. Aber Spiel, wenn du es so willst, dann mache ich es so für dich. Ja, siehst du, guck mal, ich bin wieder verlieren verloren. Scheiß Spiel. Nur wenn ich mal mache, was du sagst, dann ist auch wieder falsch. Na, guck mal, Spiel, hä? Ja, jetzt hast du aber toll uns angepockt. Wenn ich gleich sterbe, wenn ich da unten bin. Ah, hast du aber Glück gehabt. Lange unbemerkt zum Beobachtungspunkt. Hallo! Hier! Ich komme durch zum Beobachtungspunkt! Lasst ihr mich durch? Ja, super! So. Bin drin. Heute ist hier. Warte, bis er weg ist. Sonst macht der Hähnchen süß-sauer aus seinen Freunden. Ich will gerade 20.00 noch. Gerade 20.02. Jeder, der diesen Wilden draußen im Dschungel hilft, endet wie unsere Freunde hier. Ist das bei euch angekommen? Du, lauf! Siehst du den rotgestreiften? Bitte vom Bienenfeld? Deutlich genug! Viel Spaß, Jörg! Ist unser Mann, du musst ihn da rausholen. Bist du krank? Er hat das Transportverzeichnis, das dich zu Oliver Caswell führen wird. Er hat ist sicher verschlüsselt, aber ich mach's, wenn du ein Foto schickst. Ja, super. Ah, toll. Ja. Scheiße, Olli. Wollt mich doch verarschen. Ich muss den Kerl retten. So, dann wollen wir uns mal durchschlagen. Ich hoffe doch, das Ding hat überhaupt noch Munition. Ich bezweifle es nämlich. Ja, jetzt bin ich dran. Hey, ja, du triffst mich. Oh, du doch, du triffst. Alter, hör auf! Oh, scheiße, das Ding hat keine Munition. Alter, shit! Oh, das Ding hat überhaupt keine Munition mehr. Heiliger Bimmer, was machen wir denn da? Okay. Erstmal sollte ich sie vielleicht markieren. Das wäre nicht schlecht. Okay, Jason, dann mal los. So. Das hat doch gesessen. Aber hier sollen Minenfelder sein. Ja. Genau, hier kommt, so komme ich wieder raus. Ich will da irgendwie nicht so gerne rüberlaufen. So, du hast was für mich dabei? Du hast nichts für mich dabei. Sehr gut. Wieso liegt das Gewehr nicht hier rum? Hm. Flammenwerfer könnte ich, glaube ich. Tue ich die Flammenwerfer dafür weg? Ja, komm. Hier liegt keine Munition mehr rum, oder? Nee, natürlich nicht. So. Da hinten ist nur ein wildes Tier. Nur, in Anführungsstrichen. Ah! Wow! Hala! 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 Ha! Haha! Ja, toll! Achte auf die Mine! Witzig! Willst du mich verarschen? Wie soll ich denn da rüberkommen? Da und nachschaffen. Okay, Jason, dann mal los. Oh mein Gott, jetzt hat er mich gesehen. Ach komm, so, weg ist er. Was weg ist, ist weg. Dann werfe ich eigentlich nachgeladen. Ich könnte eigentlich doch vielleicht das Gewehr wechseln. Dass er einfach gut, dass das Magazin hat. Aber IO, Eol, meine ich. Bringt uns ja gerade eh nichts. Alter, ich will da nicht rüber. Boah. Alter.
Alter! Was ist denn los? Wie soll ich denn da rüberkommen? Ist das jetzt nicht euer Ernst, oder? Vielleicht werfe ich da mal eine Granate rein. Vielleicht bringt das was. Ja. Alter, ich werde es piepen. Ich werde es piepen. Alter, ist das krass. Na toll, hier liegt natürlich Munition. Das war so klar. Jetzt habe ich natürlich nicht meine geile Waffe dabei. So auch. So, ich schneide dich dann mal los. Achso, ja. Ich drücke E. Agent Willis Huntley bat mich, dich rauszuholen. Er meint, du kannst mir helfen, einen meiner Freunde zu finden. Sag mir jetzt erst, wo Oliver ist. Nein, ich muss vorher zum Dorf. Ich sag es dir dann dort. Ja, ja, ist klar. Fluch nochmal. Okay, mir nach. Renn übers Minenfeld. Wir müssen das Feld überqueren. Hilfe, die schießen auf mich! Alter, schieß doch! Boah. Folge mir, wir müssen das Dorf nach Minen finden. Boah, ich muss sie erstmal taggen, wartet mal. Alter, hier sind ganz viele Minen. Shit, immerhin ab. Lalalala, ja. Bongo, du überlebst das. Ganz zuversichtlich. Du schaffst das. So. Ja, lass mich den erstmal noch ausspielen. Alter, Feuer. Seile sind die denn alle? Ich seh die gar nicht. Pass auf, gleich mache ich Arm. Ja, ja, ist klar. Da soll irgendwo einer sein. Er ist im Freien. Glück. Hat doch funktioniert, oder? Halala. Bleib in meiner Nähe. So, das Haus sollte jetzt auch gleich brennen. Vielleicht kommt er so vorwärts. Oh, Rongo ist gleich weg. Rongo. Ist weg. Puh. Auf jeden Fall kein Zuckerschlecken hier. Alter, wo sind die denn überall? Das Blöde ist, ich sehe die auch gar nicht. Weil ich die nicht gescheit taggen kann. Alter, diese scheiß Minen vor allem, ey. Das ist super nervig. Folge mir. Ich weiß, wo die Minen sind. In meiner Nähe. Hey, was ist denn los mit dir, Rongo? Kannst du nicht aufpassen, ey? Boah. Ist ja spaßig, die Mission. Wir müssen das Feld überqueren. Ja, ich weiß. Nach dem 10. Mal habe ich es auch noch irgendwann auch mal verstanden. Wir müssen das Dorf erreichen. Da hinten ist noch jemand. Bleib dran! Jetzt hör auf, rüber zu laufen einfach. So random, ey. Ist doch total dämlich. Bleib in meiner Nähe. Folge mir. Ich weiß, wo die Minen sind. Ja, klar, du weißt, wo die Minen sind. Ah, das ist ja toll. Deswegen stirbst du auch nicht. Ja. Kannst du vielleicht... Ah, alles klar, du weißt also, wo die Minen sind. Mhm. Deswegen stehst du genau auf einer und wirst... Boah, das ist doch eine scheiß Mission. So.
Ich weiß, wo die Minen sind. Scheiße! Scheiße! Wir müssen das Dorf erreichen. Chill! Oh, Alter! Du schubst mich voll weg, ey. Ich kann so nicht zielen. Mein Haus ist da auf dem Hügel. Komm! Rongo, alles easy. Alter, oh mein Gott. Rongo, alles easy. Bleib in meiner Nähe. Rongo, alles klar? Genau. Jetzt komm hoch, komm hoch. Den Hügel hoch, komm. Ja, ja, den Hügel hoch. Hey. Kein guter Zeitpunkt zum Weglaufen. Mal umgehen. Folge mir. Bleib, bleib da. Ich mach das für dich. Ich mach das für dich. Wir sind jetzt schon fast oben. Ja, hier ist noch einer. Hier hinten ist noch einer. Rongo, Rongo. Rongo, bleib stehen. Rongo, bleib stehen. Ich brauche ein bisschen Munition. Hast du eine Granate für mich? Nein, natürlich nicht. Wieso auch? Die nächste Kugel ist extra für dich. Hey, ohne dich werde ich sterben. Komm, Jason. Ich bin noch da, ich bin doch da. Du hast deine Chance, Oliver zu retten. Ich bin doch da, ich bin doch da, ich helfe dir doch. Hier liegt noch was. Was machst du schon wieder hier? Wir müssen nach da oben. Oh. Alter, wieso treffe ich den nicht? Will dich doch verarschen. Geht doch. Ja, komm. Keine Müdigkeit täuschen hier. Wo bist du? Hier. Was ist los bei dir? Fangt an zu suchen! Ich seh ihn! Bleib, 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 bleib da, wo du bist. Bleib da einfach, wo du bist. Wieso, wieso lädt er nicht nach? Da liegt doch was. Boah, diese Leute sind manchmal... Er ist nicht hier! Hier sind noch zwei. Da unten. Halala. Ja, ich soll aufpassen. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Alter, ich bin selber fast weg. Willst du nicht aufpassen? Wo ist es? Was weiß ich? Ist mir auch egal. Mach einfach hin, ich will hier wieder raus. Minen. Hey, ich werde dich suchen. Mach schon. Ich finde die Dokumente nicht. Beschäftige sie. Hände im Boden. Da ist jemand beim Haus. Ich ramme dich in den Boden. Alter. Alter, Leute. Leute. Wir können das alles auf eine leichte Tour oder auf eine schlechte Tour lösen. Ja, komm vor. Ich suche noch. Die haben alles auf den Kopf gestellt. Ja, ja, ist klar. Such dir keine Ausreden. Burn, baby, burn, burn, burn. Du dummer Sau da unten. Es ist schlimm, wenn deine Stadt ein bisschen brennt. Nee, ne? Ah, wollte doch sagen. Jetzt komm. Alle meine Sachen. So ein Chaos. Beschütz mich. Ich suche noch. Thank you.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du hast da ein paar Probleme, glaube ich. Ist der überhaupt? Ach so, da sucht er. Ach, grüß dich, wie geht's dir denn? Oh nein, Granate. Oh, oh, Gene. Hallo, hallo. Alter, Rango, geht's dir gut? Mir geht's nicht mehr so gut. Ja, komm her. Ja, warte mal kurz. Ja, alles klar, ich bin dein. Ich. Gleich nicht mehr dein Freund. Komm her. Ja, ich bin doch da, hallo. Hier ist es. Ich hab das Transportverzeichnis. Ja, ist aber schön. Hast du auch lange gebraucht. Mann, endlich. Derzeit kosten 1000 Leute geboren werden. Für Willis. Kann man eh nichts drauf erkennen. Hm, wow. Hast du wirklich fotografiert? Ich glaube, das Ding war aus. Auf dem Display konnte man nichts sehen. Ja. Willis, hast du das Bild? Diesen Code kann ja ein Neandertaler lesen. Entschlüsselte Koordinaten gesendet. Oliver ist auf der alten Straße. Gut, bin unterwegs. Na gut. Na gut, na gut. Dann sammeln wir hier erstmal noch ein bisschen Müll auf von den ganzen Frischgeborenen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn ich wieder darüber laufe. Ja. Ich habe schon gedacht, ich wäre wieder in Brand gesteckt. Aber nein, natürlich nicht. Oh, geil. Ein Erfahrungspünktchen. Wir können es kaufen. Weiche Landung. Ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Aha. Okay. Das ist ganz nice. Ansonsten erweiterte erste Hilfe. Ja. Bogenschützen bin ich ja eh nicht so gut. Heute Takedown, zurzeit komme ich gar nicht mehr zum Takedown. Der Nachladen ist eigentlich auch ganz nice. Ich kann ihn nicht entscheiden. Schießen aus der Hüfte. Mhm. Nimmbare Kante. Eigentlich habe ich das kaum. Oh, ich koste nicht. Oder? Ah, ich habe eh zwei Fähigkeitspunkte. Da ist das ja ganz easy. Dann muss ich gar nicht lange fackeln, dann holen wir uns das noch. Da kann man ein bisschen besser heilen, das ist gar nicht mal so schlecht. Herstellung, wir können jetzt irgendwas herstellen. Scharfschütze. Aha, interessant. Ja, freut mich. Und noch ein paar Tattoos, die einfach so im Arm erscheinen. Boah, ich gehe niemals ins Tattoo-Studio. Ich sammle ein paar XP-Punkte und dann tauchen Tattoos auf meinem Arm auf. Praktisch sowas. So, wir sollen dann als nächstes irgendwie irgendwas machen. Keine Ahnung. Ich sammle hier erstmal noch ein bisschen auf. So zwischendurch. Und dann verabschiede ich mich auch erstmal wieder hier aus dieser Folge. Lass das noch ein bisschen brennen. Oh, das war knapp. Und ich verabschiede mich aus dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Far Cry-Folge, in den nächsten anderen Folgen. Ich habe ja noch ein paar Spiele am Laufen. Ein paar, vor allem Let's Play Together-Titel. Singleplayer habe ich gerade nur Far Cry 3. Nein, nein, die Bienen sind immer noch da. Na toll. Also schreibt auch, wie ich es immer predige und schon in zwei Vlogs gesagt habe, schreibt in die Kommentare, ob euch das Spiel gefällt, ob es nicht gefällt. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Disliked es, wenn es nicht gefallen hat. Aber disliked es dann auch nur, wenn ihr auch einen Grund dafür habt, den ihr dann auch in den Kommentaren
in die Kommentare reinschreibt. Ihr könnt mich natürlich auch abonnieren. Ist ja kostenlos alles, obwohl es abonnieren heißt. Manche denken ja, es kostet was, etwas zu abonnieren. Aber nein, auf YouTube ist es kostenlos. Also ihr müsst euch einfach nur bei Google anmelden. Das ist ja mittlerweile fast jeder, wenn er ein Android-Handy hat. Und dann könnt ihr einfach auf Abonnieren klicken und ja, dann wisst ihr immer, was gerade bei mir auf meinem Channel läuft. Ihr erfahrt immer sofort alles live quasi. Und ihr seid die Ersten, die was wissen, bevor ich sogar was weiß. Okay, also wir sehen uns dann in den nächsten Folgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Ich mach das Outtake immer.